Und dann kommen wir jetzt zu folgendem, und zwar dem After Takeoff Procedure. Die Auto Brakes, die jetzt noch auf RTO stehen, gehen wieder auf Off. Das Landing Gear, einmal hier ein Linksklick drauf, geht auch auf Off. Dann die Engine Start Switches gehen beide auf Off. Das Runway Turnoff Light, Left and Right, geht auch auf Off. Und wir kommen zur After Takeoff Checklist. After Takeoff Checklist. Engine Bleeds sind on. So, wir können hier schon mal Linksklick drauf machen, um den Altimeter auf Standard einzustellen. Und genau, Engine Bleeds sind on, haben wir hier. Einmal für Left und wie für Engine 1 hier. Und da der Schalter für Engine 2, das sind die Bleeds. Genau, das ist auf on. Die Packs sind auf Auto. Left and Right Pack. Landing Gear is up and off. Und die Flaps sind up. No Lights. Wunderbar, auf der Takeoff Checklist completed. Und damit war es das jetzt eigentlich so, was hier so im Start, beim Start, Startverfahren und so weiter alles abläuft. Da fliegen wir schön mit der wunderschönen 737-800 hier von Norby GNR Shuttle. Auch das erste Mal, dass wir mit einer 737 von Norby GNR Shuttle fliegen, sind wir davor noch nie geflogen. Genau. Fliegen wir jetzt hier über Norwegen in Richtung Norden, genau zur Inselgruppe Spitzbergen nach Longyearbyen. So, wir können mal die Simulationsrate ein bisschen erhöhen auf vierfach erstmal, würde ich sagen. Später vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Und wenn wir jetzt hier 10.000 Fuß durchflogen haben, was ja jetzt gleich der Fall ist, und zwar jetzt, können wir hier auf diesen Hebel hier, diesen Schalter hier, wo wir vorhin einen Linksklick drauf gemacht haben, um alle Lichter anzuschalten, jetzt einen Rechtsklick drauf machen, um alle Landing Lights wieder auszuschalten. Und das Taxi Light geht auch auf. Und jetzt seht ihr hier von außen, sind die Lichter alle wieder aus. So, wir können gerade noch ein neues Sichtfenster aufmachen, einfach mal Taste Scharf S oder auch, wo ja auch das Fragezeichen drauf ist, drauf tippen. Einmal hier Außenansicht fester Beobachter, dass ihr auch noch von außen nochmal ein bisschen das Flugzeug seht. So. Dann machen wir es ruhig so. So, hier wieder hin. Ja, soweit, so gut. Dann werde ich euch jetzt nochmal so ein bisschen allgemein noch so ein paar Bedienungssachen hier bei dem Flugzeug erklären. Bietet sich ja jetzt ganz gut an, wenn wir jetzt hier auf Reiseflughöhe sind. So, kommen wir erstmal zum ersten Punkt. Und zwar haben wir dieses Feld hier, wo ich heute auch schon ein bisschen öfters was geklickt habe. Und da wollte ich auch noch, euch nochmal erklären, was genau da ist. Also, wir haben hier verschiedene Tasten. Die haben wir ja schon mal gedrückt. Das ist einfach, wie gesagt, die Terrain-Taste, dass uns angezeigt wird hier das Terrain in der Umgebung. Was halt dann in verschiedenen Farben dargestellt wird, je nachdem, wie das Terrain im Vergleich zur aktuellen Lage von einem selbst, beziehungsweise im Vergleich zur aktuellen Lage, Höhe des Flugzeuges, wird es dann dargestellt. Grünes Terrain sieht man zum Beispiel, da ist das Flugzeug auf jeden Fall über dem Terrain, über dem Boden, wohingegen dann zum Beispiel gelbes Terrain, das ist, glaube ich, schon relativ nah, und rotes Terrain, da ist das Terrain über der Höhe vom Flugzeug, meine ich. Also irgendwie so ist es dann von den Farben her, glaube ich. Position und ihr könnt hier zum Beispiel, also Position, könnte ich verschiedene Sachen hier anzeigen lassen, Data, nochmal hier zu den Wegpunkten nochmal so Daten dazu schreiben lassen, zum Beispiel jetzt hier, manchmal steht ja noch die Höhe, oder dann steht hier jetzt zum Beispiel die Uhrzeit, bei der man den Wegpunkt überfliegen soll, hier über ARPT, Linksklick drauf. Ihr seht übrigens hier immer, was ihr da ausgewählt habt, was aktiviert ist. Könnt ihr euch alle Airports anzeigen lassen in der Umgebung, hier Waypoints, WPT, könnt ihr euch alle Wegpunkte in der Umgebung anzeigen lassen. Das weiß ich jetzt erst, weiß ich jetzt gar nicht, ob es irgendwas für was, wahrscheinlich irgendwie Stats oder irgendwie sowas, ich weiß aber nicht genau, für was STA steht. Und WXR, da könnt ihr euch einfach noch das Wetter in der Umgebung anzeigen lassen. Genau. Wir bleiben aber einfach mal bei Terrain. So. Dann haben wir diesen Schalter hier. Hier könnt ihr zwischen verschiedenen Modis von dem ND wechseln. Wir beginnen mal links, ist der Approach-Modus. Dann der VOR-Modus. Dann der Map-Modus, den wir jetzt die ganze Zeit schon drin haben und den ich eigentlich auch immer nutze. Und dann noch hier der Plan-Modus, für den Flight-Plan. Da könnt ihr, wenn ihr halt hier den Flugplan habt, könnt ihr halt hier dann zum Beispiel, was? Using Reserves Fuel, wieso auch immer. Wer schon bei Reserves Fuel ist. Na gut. Da könnt ihr dann hier, genau, wenn ihr hier den Flugplan habt, könnt ihr hier auf diese Legs-Page gehen. Auf der Legs-Page hier im Bordcomputer könnt ihr euch alle Wegpunkte anzeigen lassen, die ihr halt hier überfliegt. Also die ganze Flugstrecke anzeigen lassen. Wenn ihr hier auf Next Page geht, ist es so, dass ihr halt hier so die ganzen Flugstrecke durchgeht und ihr euch hier so die ganze Flugstrecke anschauen könnt, so hier durchgehen könnt. Ihr könnt auch Step machen, dann geht ihr wirklich so Wegpunkt für Wegpunkt durch. Wenn ihr Next Page macht, dann springt ihr immer so relativ schon viel größere Schritte im Flugplan durch. Könnt ihr das Ganze hier schon mal so ein bisschen anschauen, zum Beispiel auch dann schon, wie der Approach verlaufen wird.
Da sehe ich auch gerade, dass wir hier noch eine Discontinuity drin haben, das heißt eine Unterbrechung im Flugplan. Das müssen wir natürlich noch ändern. Das heißt, wir klicken einmal hier auf den Wegpunkt und der kommt einmal hier hin, damit die Unterbrechung da weg ist. Und wir machen mal kurz die Simulationsrate etwas so runter, weil es gerade ein bisschen gewackelt hat. Genau, sieht man hier zum Beispiel dann schon mal den Approach, wie wir da fliegen werden, hier auf dem Flughafen so da rein, auf die Runway 10 dann an. Genau, hier zum Beispiel auch nochmal mit den Höhen, dass wir da auf 3200 Fuß oder above sein sollen zum Beispiel. Aber was hier zum Beispiel D-Cell heißt und so weiter, kommen wir dann dazu, wenn es soweit ist. Eben wird jetzt irgendwo, ich weiß nicht, ob ihr habt es vielleicht vorhin schon mal kurz gesehen, wird jetzt eben auf der, hier wird es eben gestanden haben, also mit der F-Plan, mit der Plan-Page, hoffe ich, habt ihr verstanden. Genau, wir haben jetzt keine Discontinuities mehr hier drin. Eben war hier so ein grüner Kreis und da stand T/C daneben, das steht einfach für Top of Climb. Da, bei diesem Punkt, hat man dann die Reiseflughöhe erreicht. So, genau, hier habt ihr einfach die Möglichkeit, mit rechts und links klickt halt hier die Zoom-Stufe, wie weit ihr rauszoomen wollt, wie viel ihr euch anzeigen lassen wollt, hier zu wechseln, also mehr oder weniger, halt je nachdem, was ihr da einstellt. So, jetzt können wir die Simulationsrate mal auf 8-fach einstellen, weil wir ziemlich gerade ausfliegen. Wir lassen es jetzt mal so groß. Dann könnt ihr hier halt noch die Minimums einstellen, die Decision Height, da kommen wir später zu. Das weiß ich jetzt nicht, was das hier steht. Meters haben wir vorhin gehabt und Barrel Reference haben wir auch gehabt. Wenn ihr hier Linksklick drauf macht, könnt ihr hier den Standardhöhendruck einstellen, 1013 Hektopascal oder halt wieder auf den aktuellen Höhendruck in der Umgebung. Genau, das mal kurz dazu zum Beispiel. Dann komme ich gleich mal zum Bordcomputer, was ein bisschen was erklären. So, und zwar haben wir da Folgendes. Beim Bordcomputer. Wartet. So. Jetzt meckert der Fuel. Genau, komme ich auch gleich am besten zu der Seite, die ich jetzt als erstes mal anschauen will. Und zwar seht ihr hier die Seite PROG für Progress. Und da ist dieses, zeigt euch einfach so den Verlauf so ein bisschen zum Voraus und aktuell, was so war bei dem aktuellen Flug. So ein bisschen so, was so sein wird. Für die Planung so voraus und so aktuell so ein paar Daten, also den Verlauf vom Flug Progress halt. Ihr seht da den letzten Wegpunkt, den ihr hier überflogen habt, seht ihr hier oben. Da den Wegpunkt, den ihr als nächstes überfliegt und hier den übernächsten Wegpunkt und hier den ICAO-Code vom Zielflughafen. Hier seht ihr die Höhe, auf dem ihr den letzten Wegpunkt überflogen habt. Hier seht ihr die Zeit in UTC, bei der ihr den letzten Wegpunkt durchflogen habt. Und hier seht ihr die Kerosinmenge, genau, also die Zeit in UTC, bei der ihr den letzten Wegpunkt überflogen habt. Und hier seht ihr die Kerosinmenge, die ihr an Bord hattet, als ihr diesen Wegpunkt überflogen habt. Hier seht ihr den nächsten Wegpunkt mit der DTG für Distance to Go, also die Distanz, die ihr noch zu fliegen habt, bis ihr den Wegpunkt erreicht. ETA für Estimated Time of Arrival. ATA steht übrigens für Actual Time of Arrival und ETA Estimated Time of Arrival. Erwartete Ankunftszeit auch in UTC, wann ihr diesen Wegpunkt überfliegt. Und geplante Kerosinmenge, die ihr dann noch an, voraussichtliche Kerosinmenge, die ihr dann noch an Bord haben werdet, wenn ihr den Wegpunkt überfliegt. Und das gleiche hier auch nochmal für den übernächsten. Und hier seht ihr den ICAO-Code vom Zielflughafen. Mit der Distance to Go, also wie viele nautische Meilen, das ist hier alles in nautischen Meilen angegeben, wie viele nautische Meilen ihr noch zu fliegen habt, bis ihr bei dem Zielflughafen angekommen seid. Die aktuelle geplante Ankunftszeit, hier wieder ETA, Estimated Time of Arrival, geplante Ankunftszeit und hier die voraussichtlich dann am Zielflughafen noch übrige Kerosinmenge. Wie gesagt, wir haben 3 Kilogramm Reserves an Bord, hätten also auf jeden Fall noch genug Kerosin an Bord, wenn wir am Zielflughafen ankommen. Und noch etwas mehr als 800 nautische Meilen haben wir zu fliegen. In echt würde die geplante Ankunftszeit 11.55 Uhr sein. Das würde 9.55 Uhr UTC entsprechen. Wir haben heute also leichte Verspätung. Und wir sind ja schon ein bisschen später jetzt halt in Oslo rausgegangen, weil wir halt ein bisschen länger gedauert hat mit dem Erklären und so weiter. Aber genau, kommen wir heute sogar so ungefähr zu der Zeit an, wo auch in echt die Flüge da immer ankommen. Wobei die, zumindest in letzter Zeit, die ich da gesehen habe, immer früher ankamen, als halt die geplante Ankunftszeit war. Aber genau, das mal kurz hier dazu. Das ist das Ganze hier. Also hier so Vorausplanung, wie es jetzt so aussieht, ob man noch genug Kerosin am Zielflughafen hat, wie viel man da noch haben wird und so weiter. Dass man eventuell halt, wenn irgendwas ist, noch ein Holding fliegen kann oder nochmal go around, ob da alles noch passt, dass man da noch genug Kerosin hat. Dann hier noch, hier steht 2TD für bis zum Top of Descent, also bis zum Punkt, wo man den Descent, den Sinkflug zum Zielflughafen beginnt. Hier einmal mit der Uhrzeit, die man... zu der man halt diesen Top of Descent überfliegen wird und die Distanz, die man noch zu fliegen hat, bis man da ist. Also ja, ca. 120 nautische Meilen vorm Zielflughafen beginnen wir mit unserem Sinkflug. Automatisch ist der TOD, der Top of Descent, wird automatisch schon berechnet. Genau, das hier mal kurz noch hier zu den Daten hier. Nochmal kurz zum Bordcomputer. So, ja, dann können wir
vielleicht doch mal kurz noch ein bisschen noch höher, die erhöhen die Simulationsrate 16-fach, was ich euch auch noch gerade zeigen will, ist, ihr könnt hier auch zum Beispiel Wegpunkte überspringen, wenn ihr mal so eine Art Direct-To fliegen wollt, also zu einem Wegpunkt direkt fliegen wollt. Sagen wir zum Beispiel, wir wollen jetzt direkt nach Gilen fliegen. Dann machen wir hier einen Linksklick neben Gilen, der wird hier unten reingeschrieben, machen einen Linksklick neben den nächsten Wegpunkt, in dem Fall Abaxi, Linksklick dahin, dann kommt Gilen dahin und dann müsst ihr noch Execute drücken und dann fliegt das Flugzeug direkt zum Wegpunkt Gilen. Hier so in violett magenta markiert immer der aktuelle, beziehungsweise der nächste Wegpunkt, genau. So, ja, bis jetzt alles ganz gut verlaufen. Ich glaube, ich bin eigentlich auch, also bis jetzt bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Tutorial so. Tutorial, so wie ich das Ganze erkläre. Ich hoffe, ihr könnt da auch gut folgen und ist auch alles gut verständlich. Und dann können wir ja gerade mal gucken, wo wir eigentlich gerade sind. So, gehen wir mal in die Vogelperspektive. Wir sind nämlich schon ein gutes Stück geflogen. Oslo haben wir hier unten. Ihr seht, wir sind echt schon ziemlich hoch in den Norden heute hinausgeflogen. Genau, befinden uns jetzt hier schon so an der Grenze von Oslo hier oben, an Norwegen, genau. Beziehungsweise ist ja nicht die Grenze, sondern hier, wo das Festland aufhört. Genau, hier oben ist ja irgendwo das Nordkap. Also wie gesagt, hier unten sind wir losgeflogen. Da ist irgendwo Oslo, wo jetzt der Mauszeiger ist, hier unten. Und genau, sind wir einmal hier so entlang geflogen. Ich weiß nicht, ob wir kurz an Schweden, was wir hier direkt daneben haben, mal drüber geflogen sind. Aber, wobei doch, ich glaube, wir sind mal kurze Zeit über Schweden geflogen, weil es ja hier so irgendwie ist, die Grenze zu Schweden. Also erstmal hier so ein bisschen jetzt an die Grenze so Schweden, Norwegen entlang geflogen. Genau, jetzt verlassen wir hier gleich dann das Festland und fliegen weiter über das europäische Nordmeer bis nach hier oben. Und hier oben, da befindet sich die Inselgruppe Spitzbergen mit dem Flughafen Longyearbyen. Hier, genau. So, gehen wir mal kurz ins Cockpit zurück, was hier los ist. So, genau, sieht da, geht's dann entlang. Mal kurz mal Simulationsrate runter. Damit er wieder auf die Flugstrecke so ganz gut kommt. Was wir auch machen können, zum Beispiel jetzt mal direkt nach Bravo Juliet Oscar, damit wir da jetzt auch, damit er da möglichst jetzt genau gut hinfliegen kann, weil wenn er mal so ein bisschen von der Flugstrecke abkommt bei höherer Simulationsrate, könnt ihr das so wieder machen, dass er da ganz gut hinkommt. Auf die Flugstrecke zurück. So, genau, seht ihr auch hier den Top of Descent, so war auch der Top of Climb damals da angezeigt. Und Top of Climb einfach der Punkt, ab dem man halt die Reiseflughöhe erreicht hat, genau. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, deswegen habe ich es nochmal gerade erwähnt. Genau, kurz mal was zu der Inselgruppe Spitzbergen, wo wir heute hinfliegen werden. Genau, also der Flughafen Longyearbyen ist der Flughafen von dem Hauptort der Inselgruppe Spitzbergen, also dem Hauptort, der Hauptort auf der Inselgruppe Spitzbergen, also der Hauptort auf der Inselgruppe Spitzbergen heißt Longyearbyen, genau, und von diesem Ort ist halt der Flughafen Longyearbyen der Flughafen. Genau, passt ja irgendwie. Und auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen liegt es. Und seit dem Spitzbergen-Vertrag von 1920 heißt die Inselgruppe im norwegischen Sprachgebrauch Svalbard. Irgendwie so spricht man das, glaube ich, dann aus. Genau. So, und da möchte ich euch auch mal kurz was dazu erzählen, weil wie gesagt, der Flughafen, die Inselgruppe Spitzbergen liegt ja ziemlich nördlich. So, wahrscheinlich auch damit einer der nördlichst gelegenen Flughäfen, besonders die jetzt so von kommerziellen Flügen so angeflogen werden, wie sagt man das? Also die auf jeden Fall halt so im Linienflug so angeflogen werden mit so Flugzeugen in der Größe wie 737 und so weiter. Ist das wahrscheinlich so einer der Flughäfen, die so regelmäßig, einer von wenigen Flughäfen, die so nördlich hier, auf so einem nördlichen Breitengrad hier in dem Bereich so liegen. Das ist ja hier so eine so ziemlich nördlicher Breitengrad, im Polarkreis liegt das ja hier. Genau, wahrscheinlich einer der nördlichsten Flughäfen, denke ich mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke mal, das ist einer der wenigen, die halt so von Verkehrsflugzeugen so im kommerziellen Linienflugbetrieb und so weiter halt so angeflogen werden. So sagt man das ja, glaube ich, kommerzieller Linienflugbetrieb oder so, ne? Aber ich weiß aber auch nicht ganz genau. Genau, und da habe ich mir hier mal was rausgesucht, nochmal kurz auf Wikipedia. Nochmal kurz was wegen dem, weil der Flughafen ja so, weil die Stadt Longyearbyen ja so nördlich liegt. Wenn ich es jetzt finde, da ist es genau, mit dem Heli, mit der Tageszeit und Helligkeit und so weiter da. Möchte ich euch kurz mal hier was vorlesen, und zwar hier folgender Auszug aus dem Wikipedia-Artikel über Longyearbyen, über Spitzbergen meine ich. Spitzbergen liegt weit nördlich des Polarkreises. Der ist ja irgendwo da auch in Norwegen oder so, beginnt ja der Polarkreis, ganz nördlich in Norwegen irgendwo.
Also Spitzbergen liegt weit nördlich des Polarkreises. In Longyearbyen dauert die Polarnacht vom 26. Oktober bis zum 16. Februar. Von Mitte November bis Ende Januar bleibt die Sonne mehr als 6 Grad unter dem Horizont. Es tritt also nicht einmal eine Dämmerung ein. Es ist also die ganze Zeit von Mitte November bis Ende Januar dort dunkel. Dann, im Sommer geht die Sonne vom 20. April bis zum 26. August nicht unter. Die jährliche Sonnenstunden betragen 1150, wobei die meiste Zeit zwischen Mai und Juli fallen. Also das ist so krass. Das ist ja auch schon im ganz hohen Norden hier von Skandinavien so, hier irgendwie, dass da halt da wirklich so Zeiten gibt, wo die Sonne einfach nicht untergeht oder die Sonne einfach nicht aufgeht. Das ist einfach so krass. Ich stelle mir es einfach so krass vor. Wisst ihr, es ist 24 Uhr, ihr guckt auf die Uhr, es ist 24 Uhr und draußen ist es taghell. Das muss so krass sein. Wenn man sonst immer so, wenn man so irgendwie da im Urlaub ist oder so oder man kurze Zeit da ist und das halt da gerade ist, dass es halt nicht dunkel wird und man einfach so gewöhnt ist, dass um diese Zeit einfach es dunkel wird, aber es wird einfach nicht dunkel oder umgekehrt. Man ist da jetzt irgendwie, in der Winterzeit ist ja dann da, dass es da dunkel ist, die ganze Zeit. Man ist so gewöhnt, dass auch da auch immer hell, dunkel, dass man, also wenn man jetzt aus Europa, irgendwie so Mitteleuropa hier so kommt, hier so, dass ja, da wird es ja immer hell, dunkel und so weiter. Und da bleibt es einfach die ganze Zeit dunkel, das muss so krass sein. Wisst ihr, da ist dann 12 Uhr, 13, 14, 15 Uhr und es ist einfach Nacht draußen. Das ist so krass, das stelle ich mir so krass vor. Genau. Und ja, wir fliegen jetzt im Sommer, das heißt, aktuell soll es eigentlich so sein, dass selbst wenn es jetzt hier irgendwie Nacht wäre, würde es da, also jetzt Nacht dann irgendwie, oder wenn es jetzt 23 Uhr oder so hier wäre, Ortszeit dann dort in Longyearbyen, wäre es dort nicht dunkel, sollte es jetzt hier nicht dunkel sein, weil wir jetzt halt, wie gesagt, im Sommer fliegen, genau. Das mal kurz dazu, das wollte ich einfach jetzt hier nochmal, weil es ja hier so im Norden, hier in den nördlichen, so im hohen Norden überall, so ist das halt da so nicht, so von dieser Helligkeit, von der Tageszeit so ist und dass halt dann zu gewissen Zeiten einfach nicht dunkel wird und zu gewissen Zeiten einfach nicht hell wird, für lange Zeit halt, wollte ich einfach jetzt hier nochmal ansprechen, genau. So, ja, wir fliegen jetzt hier einfach, genau, weiter bis nach Longyearbyen, können nochmal kurz gucken, wie viel wir jetzt noch vor uns haben, können vielleicht die Simulationsrate noch ein bisschen erhöhen, aber bis zum Top of Descent ist es jetzt aber auch nicht mehr weit. Ja, für den Flughafen verwende ich auch das vor einiger Zeit erschienene Add-on von Aerosoft, was es für den Flughafen gibt. Ich weiß gerade die Bezeichnung nicht ganz auswendig, aber ich glaube, es heißt Longyearbyen Svalbard X oder Svalbard Longyearbyen X, eins von beiden, ist die Bezeichnung davon, genau. Ich habe ja alle Add-ons, die ich in dem Let's Play verwende, unten nochmal in der Videobeschreibung in der Liste angegeben und auf meiner Webseite findet ihr auch nochmal eine vollständige Liste mit allen Add-ons, die ich für den Flugsimulator benutze. Und genau, dieses Add-on halt, wie gesagt, für den Flughafen Longyearbyen, was ich hier verwende, ist von Aerosoft. Und es wurde mir auch von Aerosoft hier für das Let's Play zur Verfügung gestellt. Und dafür an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an Aerosoft. So, ist auf jeden Fall auch ein sehr schönes Add-on, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ihr könnt auch so ein bisschen was konfigurieren, halt zwischen zum Beispiel gelbe und weiße Runway-Markierung. Wobei ja, glaube ich, es war ja bis vor langer Zeit, bis vor ein paar Jahren oder bis vor ein, zwei Jahren war es, glaube ich, noch so, dass hier im hohen Norden so die Runway-Markierung so gelb, also dass sie gelb waren und ich glaube so in den letzten Jahren ist es dann so gewesen, dass die halt alle so auf weiße Markierungen umgestellt wurden. Dass sie halt nicht mehr so gelb sind, sondern weiß die Markierungen, weil die jetzt in echt auch da weiß ist in Longyearbyen, habe ich jetzt in dem Konfigurator auch weiß ausgewählt. Da könnt ihr zum Beispiel im Konfigurator noch auswählen, auch mit, ob ihr Static Aircrafts haben wollt oder nicht. Ich habe jetzt halt mal keine ausgewählt, wobei ich jetzt auch nicht davon ausgehe, dass jetzt ein KI-Flugzeug irgendwie sein wird, weil da so viel Flugverkehr ja nicht ist. Und genau. Zum Beispiel SAS Scandinavian fliegt ja zum Beispiel auch noch da nach Longyearbyen. Die fliegen dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ich glaube Longyearbyen Tromsø, irgendwo hier, also einen etwas kürzeren Flug. Also SAS Scandinavian ist zum Beispiel auch eine Airline, die noch hinfliegt, aber so viele Airlines fliegen da nicht hin.